Ey, ja, meine Freunde, was geht ab bei euch? Ich bin hier am Start am Sonntag, war Samstag. Ihr seht richtig, leider nicht mit Beschwörungen. Ich hab, ganz ehrlich, ich hab keine Lust mehr auf Beschwörungen diese Woche. Die Raten oder die Rate an sich war einfach, ja, nicht so schön. Ja, ich hoffe, ihr versteht das. Dafür zwei Sachen. Diese Woche kam an jedem Tag ein Sonderswow-Video. Alles extra Videos, ja. Und Nummer zwei, damit ihr nicht zu traurig seid. Morgen wäre ja auch kein Sounders-War-Tag. Das heißt, es kommt morgen ein extra Sounders-War-Video. Und was ganz Besonderes, morgen seht ihr Heavens Necro-Beaten-Team und dann erkläre ich euch was zu Necro, weil viele fragen, ey, wie sieht's mit Necro aus? Heaven, zeig mal was. Und bisher hatte ich einfach kein Team. Deswegen konnte ich euch dazu nichts sagen. Aber morgen kann ich es euch endlich zeigen. Das heißt, ich hoffe, ihr seid jetzt nicht zu traurig wegen den Beschwörungen, die diese Woche ausfallen. Ich glaube, ihr versteht's, ja, dass ich die Schnauze voll habe. Ja, ich glaube, ihr versteht. So, heute ein relativ kurzes Video. Wir reden über das neue Event. Das passt ja natürlich perfekt. Übrigens, Raid Gratis-Eintritt würde ich euch empfehlen. Wenigstens so UG1. Dann könnt ihr ein bisschen Mana und Regenbogenmons und so bekommen. Also, falls ihr nicht tiefere Stages schafft. Wir reden heute aber über das Missionsevent zur Feier des 60 Millionensten, 60. 60. Millionsten Downloads. God. Durant und Elia, das hübsche Paar, haben besondere Missionen vorbereitet, um den 60. Millionsten Download zu feiern. Absolviere die Mission und erhalte besondere Belohnungen. Bla bla bla. So, wir haben zwei verschiedene Sachen. Wir haben einmal links Durants Mission. Erhalte Belohnungen anhand der absolvierten Missionen bei den Missionen. Komplizierter kann man es nicht ausdrücken. Schräg, nein, Pfeil, tägliche Mission, Teil, absolvierte Mission. Wir sehen hier 0 von 7. Beim ersten Mal bekommt man Energie, Mana, Beschwörungssteine, hört mir auf mit Beschwörungssteinen, Kristalle, Energie, Angelmon, XP Booster und Max 4 Sterne Regenbogenmon. Sehr nice, sehr nice. So, das heißt, damit wir die Mission abschließen, müssen wir die Daily Missions machen. Daily Missions sind hier diese Sachen. Das Ding ist, bei mir stand da ja eine 0, ja? Ich habe die Mission natürlich abgeschlossen, bevor das Event losging. Außer die letzte. Die Energie wollte ich mir nämlich für das Event aufheben. Deswegen können wir jetzt testen, ob wir das abschließen, wenn wir jetzt hier das einsammeln. Wenn nicht, dann wäre das irgendwie total böse. Ich hoffe, dass wir es jetzt abgeschlossen haben. Wenn nicht, dann zählt ein Tag direkt bei mir nicht. Das ist total gemein. Es zählt nicht. Es zählt fucking nicht. Das heißt, das Event ging um 9 Uhr los. Ich habe die Mission gestern Abend um 0 Uhr gemacht, ja? Oder um 0 Uhr 1 oder so. Und es zählt nicht, das ist doch totaler Beschiss, oder? Du musst zuerst die Anforderungen erfüllen. Ich habe alle Missionen, alle täglichen Missionen abgeschlossen. Das finde ich irgendwie gemein, ha? Ich habe schon damit gerechnet, aber das ist irgendwie gemein. Mir fehlt nur ein Tag und man schafft das natürlich in 7 Tagen, in 8 Tagen. 7, oder? Und das kriegt man dann extra am Ende. Aber das ist doch total gemein. Das ist total gemein. Das finde ich nicht gut. Das finde ich echt nicht gut, ja? Böse. Böses Spiel. Das heißt, ich bin einen Tag nach euch dran. Vielleicht haben einige von euch auch das gleiche Problem. So, Nummer 2. Elias Mission benutzt eine bestimmte Menge an Energie, um Belohnungen zu erhalten. Das heißt, ihr müsst nur Energie ausgeben. Nur Energie ausgeben. Nicht irgendeinen random Shit sammeln, wie diese Cupcakes oder Jubi-Kuchen oder was auch immer. Wir bekommen hier Energie, mystische, Mana, Max 3 Sterne Regenbogenmon, Kristalle, mystische, Kristalle. Und wenn man alles abgeschlossen hat, ein Devilmon. Wow, diese Belohnung ist richtig nice. Also das Event ist toll. Ja, wir müssen insgesamt wie viel? 1500 Energie ausgeben. Und wir haben 13. Ta Schafft jeder. Schafft jeder. Ihr müsst nicht extra Energie kaufen. Schafft einfach jeder. Das mit Durant finde ich ein bisschen böse mit den täglichen Missionen, weil ich meine, ich habe die ja heute abgeschlossen. Ich habe gerade die letzte abgeschlossen. Ich hatte die schon fertig. Das ist gemein, das müsste eigentlich dazu zählen. Aber da können wir nichts machen. Naja. Ich sehe gerade, ich habe volle Arena-Einladungen. Das mache ich sehr ungern. Oder das habe ich sehr ungern. Wie wäre es, wenn wir. Oh, das ist gut. Das ist gut. Viele fragen mich, was machst du, wenn du oder was machst du gegen Leo kommst? Kann ich euch direkt mal ein Leo zeigen? Das ist sehr gut. Als erstes ein Stripper, weil wir hier eine Chloe haben. Viele benutzen nicht Leo mit Chloe, aber egal. Bei Leos benutze ich sehr ungern Theomas.
wenn der stark ist, dann tötet der meinen Theomas. Deswegen nehme ich jetzt Tessarion. Tessarion nehme ich auch direkt als Leader. Und dann nehme ich gern Varamos, damit wir von Theomas Defense Breaks wegkriegen. Oder von Shazuni Glancing Hits. Wir haben natürlich Widerstandslieder, aber kommen trotzdem durchkommen. Und immer, wenn wir gegen Theomas, wenn wir gegen Leo kämpfen, nehme ich Werde mit. Nicht gegen Theomas. Aber egal, das sollte eigentlich klappen. Jetzt fragt ihr euch, wo ist der Damage, den wir brauchen, um Theomas zu töten? Wir haben zwei Feuermonster, die eigentlich Schaden machen. Aber, seht ihr, sowas kann natürlich passieren und dann, naja, dann wäre mein Theomas schon ein bisschen schlechter dran. Das ist natürlich ein toller Start. Ich hasse es so sehr. Bella resisted. Glancing Hit. God, ich hasse es so sehr. Deswegen Tiana, bitte Tiana. Naja, so, was der Schlüssel zum Erfolg ist, wir bekommen mit Werde so viele extra Turns. So wahnsinnig viele extra Turns. Deswegen ist Werde gegen Leos sehr gut. Mann, der prockt auch immer, dieser Mistkerl, hä? Wir bekommen jetzt wieder extra Turns und können jetzt extra auch noch vor diesem Theomas zum Zug kommen. Oh Gott, Hilfe! Gott sei Dank haben wir hier Widerstandslieder. Dieser Kampf läuft nicht so wie normal erhofft, weil das hier fucking Bullshit ist mit diesen Procs. Ist das euer Ernst? Geil. Also normalerweise klappt es ganz gut so. Ich habe auch schon so gegen Leo Combs oft gekämpft, aber gerade ist ein bisschen böse. Sollen wir es wagen und Theomas töten? Wir wagen es. Ja, sehr gut. Wir haben natürlich noch nicht verloren. Also das Ziel ist einfach, es kommt immer darauf an, wer bei Leo dabei ist, aber das Ziel ist einfach, was ich sehr gerne mache, Tessarion mitnehmen und Werde mitnehmen. Der Rest kommt ganz darauf an, was der für ein Team hat. Holy shit, dieser fucking Leo! Ist das euer Ernst? Immer drei Procs? Habt ihr das gerade gesehen? Das ist doch nicht normal, oder? Also wenn sowas nicht passiert, dann solltet ihr eigentlich gut damit zurechtkommen. Jetzt kommt aber Chloe wieder mit Immunity. Nicht? Okay, nächster Turn dann. Aber ihr seht, wir bekommen viele extra Turns, auch wenn es gerade ziemlich unfair ist. Ich find's nicht schön. So macht Arena keinen Spaß, hä? Wir haben noch immer nicht verloren, das ist das Ding, weil dieser Leo Wind ist. Und wir könnten den auch leicht killen, wenn wir mal ein bisschen Glück hätten. Komm, proc mal. Bitte. Nein. Nicht euer Ernst. Nicht euer Ernst. Lasst mich mal procken. Kill. Ah, ja. So. Weiter. Die zwei zu killen wird nicht so schön, weil der Arena Tower auf der Seite vom Gegner ist. Ah. Nein. Shit. Dann procken die nicht, ja? Dann procken wir. Wenn die Immunity haben, procken wir. Crit mich nicht. Critte mich nicht. So, ich will zuerst mal Chloe töten, weil die Chloe mich die ganze Zeit crittet. Ich hasse Arena. Also wenn sowas passiert, hasse ich Arena. Nein, ich wollte den anderen Skill aktivieren. Ah, shit. Shit. Ah, das passiert, wenn man sich verklickt. Hey, crit mich nicht. Diese dumme Chloe. Crit Chloe, ja? Crit fucking Chloe. Nein! So, jetzt bitte. Proct mal meine Monster. Nice. So. Das wird tough. Der Arena Tower kommt und tötet mein Tessarion. Nein! Okay. Shazun versus Werde. Wer hat hier die Macht? Das Ding ist, bei Leo Combs, Speed zählt nicht mehr. Speed zählt absolut nicht mehr. Leo reduziert den Speed. Und wenn ihr so Monster wie Werde oder Megan oder Bernard habt und Megan zum Beispiel auf Willerunen setzt, dann kriegt ihr einfach den Attack Buff, bevor die Gegner moven können, und hier bekommen wir dauerhaft den Attack Buff und dann habt ihr einfach mehr Turns und dann könnt ihr den Gegner easy killen, außer wenn die Gegner 10 mal procken, dann wird es hier eine Qual wie gerade, aber wir gewinnen das, auch wenn die noch 10 mal prockt, wir gewinnen das locker. Wir heilen uns mit Werde, das ist das Gute. Zwar nicht viel, aber ein bisschen. Ich glaube, der Arena Tower zieht mehr ab als Shazoom bei mir. So, zack, zack. Viele fragen immer, warum machst du den ersten Skill? Beim ersten Skill bekommt man viel mehr Attack-Leiste als beim zweiten Skill. Seht ihr, wie oft man Werde zum Zug kommt? Das sind nicht nur immer Gewalt-Procs, das sind die Procs durch diese passive Fähigkeit, weil Shazoom nicht sowas hat. So, und zum Schluss machen wir jetzt edle Vereinbarung. Get wrecked, bitch.
So, du hast nicht anders verdient. So ein Mistkerl, habt ihr es gesehen? Milliarden Procs. Niemals aufgeben. Ich glaube, da gibt es Leute, die schon geragequittet hätten oder die aus dem Spiel rausgegangen wären. Gebt nicht auf, ihr habt bis zur letzten Sekunde nicht verloren. Ich habe in der einzigen Tessarion 3 Monster am Ende gekillt. Es war knapp, aber es hat geklappt. Wenn ihr ein bisschen Glück habt, dann mit den Procs, auch wenn die Procs auf den Seiten der Gegner gerade eben waren, aber gut. Niemals aufgeben, das ist die Nachricht des Tages. So, kommen wir jetzt zur Frage des Tages von Golgo Dream. Ich glaube, ich habe von ihm schon mal was vorgelesen. Es stellt interessante Fragen. Hashtag FDT, wenn ein Mob Rache proct, wird dann eine Runde Cooltime wie bei einem Gewaltproc reduziert, wie gerade bei diesem Theomas. Und ich muss sagen, leider oder Gott sei Dank, nein. Also Rache zählt nicht wie Gewalt. Die Cooltimes von den Fähigkeiten werden nicht zurückgesetzt. Das heißt, wenn wir mit Theomas beim ersten Angriff, wir kommen zum Zug, wir machen den zweiten Skill, Defense Break, bla bla bla. Dann kommt der Gegner zum Zug, greift uns an und unser Theomas proct Rache. Ja, dann ist es nicht so, dass wir, wenn wir beim nächsten Mal zum Zug kommen, dass dieser Rache-Proc als normale Runde gezählt hätte und dann wir diesen zweiten Skill aktivieren, dass wir den wieder aktivieren können. So ist das nicht. Leider für uns, ja, wenn das bei uns wäre, dann sage ich leider, aber wenn es bei den Gegnern wäre, dann würde ich sagen, Gott sei Dank, dass es nicht so ist. Stellt euch mal vor, diese ganzen Retakes auf Gewalt, die immer wieder procken, also diese Gewalt-Procken, immer so ga, ga, ga. Stellt euch mal vor, das wäre so, dann hätten die den Heal dauerhaft ab. Dann hätten die diesen AOE Defense Break immer ab. Das ist gefährlich. Also Gott sei Dank klappt es nicht so. So, das war ein ganz kurzes Video über das Event. Ich bin noch immer sauer über Durans Mission. Bei dem anderen, bei Elia kann man ja nichts falsch machen. Einfach Energie ausgeben und dann wird das schon. Auf jeden Fall tolle Preise, auch wenn ich jetzt einen Tag im Minus bin. Aber egal, egal, egal. So, ich hoffe, ihr seid nicht zu traurig wegen den Beschwörungen. Es kommen ja dafür jeden Tag extra Videos. Es kommt jeden Tag ein normales Vorvideo momentan. Und wie gesagt, morgen versprochen Necro. Seid gespannt, seid gespannt. Ich glaube, da freuen sich einige drauf. So, ich hoffe, euch geht's gut. Macht das Event schön weiter und naja, ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag. Ach so, warum ich auch, übrigens auch keine Beschwörung aufnehme. Am Freitag habe ich einfach keine Zeit. So ist das. Ich habe einfach keine Zeit, das aufzunehmen. Das ist der eigentliche, ursprüngliche Grund. Normalerweise hätte ich gesagt, gut, nochmal beschworen, auch wenn ich keine Lust auf die blöde Rate habe, aber ich hätte es gemacht, aber ich habe keine Zeit. So, ich hoffe, euch geht's gut. Haut rein, Freunde, bis zum nächsten Mal. Ciao.